Statt wie in der Vergangenheit an Messen teilzunehmen, konzentrieren sich Unternehmen heute immer mehr auf Social Selling. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, erklären wir in diesem Video. Beim Social Selling geht es eigentlich um kontinuierliche Beziehungspflege. Du baust dir ja ein Netzwerk auf einem Social Media Kanal auf, für den B2B-Bereich sind dafür LinkedIn oder Xing besonders gut geeignet. Und durch das Teilen von hochwertigen, hilfreichen Inhalten an bestimmte Personen erzeugst du nicht nur Mehrwert, sondern positionierst dich auch als vertrauenswürdige Meinungsführerin in deinem Fachgebiet. Sei ein guter Zuhörer und betreibe sogenanntes Social Listening. Was bedeutet das? Analysiere die Posts und Beiträge potenzieller Interessentinnen, damit du zum passenden Zeitpunkt lösungsorientiert auf die Probleme dieser Userinnen eingehen kannst. Vermeide automatisierte Botschaften und Copy-and-Paste-Texte. Das will nun wirklich keiner lesen. Anders als beim Social Media Marketing geht es beim Social Selling darum, eben nur wenige Userinnen, aber dafür mit hochwertigen, mehrwertigen Inhalten zu erreichen. Du möchtest mehr zum Thema Social Selling erfahren? Dann schau auf unserem Pepper-Blog vorbei. Da haben wir dir erklärt, wie man Social Selling in deinem Unternehmen umsetzen kann.